Herzlich willkommen zu meinem neuen Umzugsvideo, Es hat sich einiges getan. Ich blende euch jetzt zunächst erstmal noch Aufnahmen ein von vorgestern, glaube ich. Da wurde dann nämlich auch mal gestrichen in der neuen Wohnung tatsächlich. Ja, und das Wohnzimmer sieht jetzt auch schon sehr verändert aus. Zwei Drittel vom Sofa sind weg und ja, hier steht jetzt das ganze Zeug, was jetzt als nächstes transportiert werden kann. Das ist jetzt so die Ecke dafür. Genau, und ja, das Bild, ich glaube nicht, dass das so schnell transportiert wird, das ist eher Bruchfuhre. Du stehst immer da und machst komische Sachen. Was ist denn komisch daran, dass ich eine Milch schüttel? Ja, dass du eine Milch schüttelst. Ist ja auch egal. Jedenfalls sieht es jetzt schon hier sehr leer aus. Wir haben auch keine Lampe mehr und auch keine Gardine mehr dran. Im Schlafzimmer hat sich auch einiges getan. Und zwar haben wir diesen Schrank doch zerlegt. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir die Rückwände, die da dran waren, neu machen werden. Und deswegen konnten wir die halt so abrupfen und den Rest zerlegen. Und das ist jetzt mal wieder unser improvisierter Kleiderschrank. Ja, so sieht es wohl aus, wenn man noch streichen muss, nachdem schon Möbel dastehen und den ganzen Raum mit einer Plane fast abdecken kann, weil der Raum so klein ist. Ich widme mich jetzt diesen Stellen, weil in wirklich wenigen Tagen, nicht heute, aber ganz, ganz bald, kommen hier nämlich die Schränke hin. Und der Raum muss fertig sein, so. Und bei Karl geht es auch immer, immer weiter hier. Dieser Schrank ist jetzt mitgekommen, halt natürlich noch in Teilen und ohne Rückwände. Der wird dann, glaube ich, nachher aufgebaut, ohne Türen erstmal. Dann messen wir ab und dann holen wir irgendwie die Rückwände. Genau, und hier unten kann ja jetzt noch ganz viel Kram stehen, weil das Sofa erst irgendwann demnächst geliefert wird. Genau. Und ansonsten, also hier das Zimmer ist fertig mit Streichen und fertig mit Saubermachen. Hier muss nochmal gestrichen werden. Und dann widme ich mich wahrscheinlich als nächstes, weil es einfach hier so eine Reihenfolge geht, im Badezimmer mit sauber machen. Ich habe ja gar nicht unsere IKEA-Lieferung geunboxed. Wir haben nämlich richtig viele Sachen bestellt. Es war eigentlich gar nicht so ein kleines Paket. Hier drüben ist auf jeden Fall noch eine Gardine für die Küche. Und, Hier, die Wand muss übrigens nochmal überstrichen werden. Seht ihr das? Das ist richtig scheiße. Die ist zweimal gestrichen und trotzdem nicht optimal. Und zwar kam, das hier kam noch an. Das ist eine Lochplatte und mit so Aufsätzen für so Sachen, die man da halt
Naja, ihr wisst schon, was man da so reintun kann. Also die kommt hier an die Wand und dann hat er da so Stiftebecher und sowas und muss nicht seinen ganzen Schreibtisch vollstellen. So, und hier seht ihr jetzt auch noch, noch eine Packung von den Gardinen, die schon hier sind. Ja, bin sofort da. Die werden auch noch gewaschen und dann muss ich die noch abnähen auf die Länge, beziehungsweise auf die Länge, wie es dann dort halt passt. Die waren bei IKEA ausverkauft online, also die gibt es einfach nicht mehr, sind nicht mehr im Sortiment und ich habe die aber bei eBay bestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel teurer das jetzt war, aber ich brauche diese Gardinen, ich wollte diese Gardinen und ja, wir sind auch mittlerweile wieder zu Hause. Ich habe ja heute gestrichen, habe ganz viel ausgeladen und hier ist echt fast gar nichts mehr. Also die Wohnung ist schon super, super leer. So, jetzt wird es richtig chaotisch. Heute ist der erste Tag vom Umzug, wo ich nicht diese Jacke trage. Ich hatte heute nämlich einen Pullover an. Und zwar haben wir beschlossen, dass wir jetzt so auf Hauruck heute alles Lebenswichtige rüber transportieren. Also alles, was man zum richtigen Wohnen braucht. Auch wenn da drüben noch nicht fertig gestrichen ist, noch nicht fertig sauber gemacht. Keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir wollen jetzt dort übernachten, also machen wir das auch. Das Problem ist, ich muss den kompletten Inhalt der Küche, also fast den kompletten jetzt noch einpacken. Ich habe gestern die Küche dort sauber gemacht, das ist schon mal gut, aber ich muss den kompletten Kücheninhalt jetzt einpacken. Ein bisschen was ist schon im Auto und Tim hat aber Rücken, was jetzt irgendwie alles ein bisschen scheiße ist und es gibt jetzt hier auch keine freien irgendwie Massagetermine so kurzfristig. Deswegen, keine Ahnung, ich hoffe, dass wir das dann alles wieder hochkriegen. Weil er hat Rücken und ich habe keine Kraft. Ich habe wirklich keine Kraft. Und jetzt packe ich einfach mal die ganze Küche ein. Das wird jetzt richtig wild. Ich versuche mal, mein Handy aufzustellen. Meine ganzen Stative sind natürlich schon umgezogen. Boah, das ist mir gerade alles viel zu unsortiert. Jetzt wird es so chaotisch. Ich werde heute Abend die Krise kriegen, weil ich nichts wiederfinden werde in der Wohnung dort. Und wenn Tim dann heute Abend da liegt mit Rückenproblem, muss ich unsere Gardine anbringen, selbstständig. Das kriege ich vielleicht noch hin. Dann werden keine Möbel aufgebaut nirgendwo. Also fast nirgendwo hängen Lampen. Das wird alles Katastrophe. Also es ist jetzt nicht der richtige Moment für Rücken. Ich stelle mal die Kamera auf, das wird schon irgendwie, muss ja, ne? Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. So, und so leer ist jetzt auch das Schlafzimmer. Hier stehen wirklich nur noch drei Dinge. Wir packen jetzt wirklich alles Überlebenswichtige gerade ein. Bei Karl sind auch nur noch so paar Sachen. So, und damit sind wir, glaube ich, mit der Fuhre zu packen jetzt fast fertig. Hier steht jetzt noch ein bzw. zwei was und noch Kleinkram. Und dann geht es los. Ich glaube, das war jetzt irgendwie, also gefühlt war das jetzt der Hauptumzug, auch wenn der Kühlschrank noch hier ist. Aber trotzdem, also das war jetzt schon wieder so ein richtiges, innerhalb von wenigen Stunden alles Lebenswichtige einpacken. Also, keine Ahnung, das wäre jetzt schon ziemlich wild. Und ich stelle mich darauf ein, dass ich jetzt dann, wenn wir dort sind, 1 Milliarde Kisten
Kisten auspacken muss, überall Ordnung halten muss, überall aufräumen muss. Keine Ahnung, sauber machen, irgendwie einen Normalzustand irgendwie herstellen, während Tim tausend und abertausendmal diese Treppe rauf und runter geht. Das wird wild, das wird sehr wild. So, jetzt geht's los, jetzt wird's ernst. Auf zur ersten Nacht in der neuen Wohnung. So, ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar haben wir heute den Kleiderschrank, der bei Karl im Zimmer ist. Und dann aber jetzt zu uns kommt, nicht ins Auto gekriegt, in keins von beiden Autos. Das bei dem Candy war es eine Millimeter-Sache nur. Und dann mussten wir den zurücktragen und ich habe gesagt, ich trage den auf gar keinen Fall nochmal die Treppe hoch. Ist mir scheißegal, bleibt der im Treppenhaus stehen, wenn er geklaut wird, ist mir wurscht. Dann ist es so, ne? Und da habe ich halt hier den Zettel rangehängt und Tim hat den dann im Treppenhaus auseinandergebaut. Und deswegen ist er jetzt mit hergekommen. Im Hintergrund seht ihr schon, ich drehe mal die Kamera. Wir sind hier schon fleißig am Einräumen. Hier in dem Schrank war kein Boden und ich habe einfach jetzt aus diesem Schrank hier einen Schrankboden entwendet. Tatsächlich den hier. Ich will den aber wieder haben. Ja, hier ist auch schon was drin. Das heißt, wir müssen bei Ikea nochmal so einen Schrankboden kaufen. Ansonsten bin ich hier schon echt fleißig am Einräumen. Und im Bad hat sich auch eine ganze Menge getan. Und zwar hängen endlich unsere Badmöbel da und nicht nur das, sondern unsere neue, also die Duschstange. Da gab es ja gar keine mit neuer Duschbrause. Der Schlauch ist allerdings noch zu kurz, da müssen wir mal noch einen längeren kaufen, weil sonst kann man das nicht bis hoch hängen ordentlich. Genau, so sieht das mal hier aus. Jetzt mal hier. Kann eigentlich auch in Weitwinkel filmen. So sieht es hier gerade aus. Schon viel, viel, viel besser. So, und jetzt war so ein bisschen dieses Thema, ja, was machen wir jetzt mit Essen? Weil wir haben jetzt eine Küche hier, aber keinen Kühlschrank. Ah ja, die Haken hier sind übrigens auch noch neu. Und wir können halt, theoretisch können wir kochen, aber wir können, also wir müssen immer alles instant aufessen, was bei vielen Gerichten schwierig ist und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, ich möchte unbedingt mal wieder was Warmes essen, was gekocht ist, was richtig geil ist. Habe jetzt einen Tisch beim Italiener reserviert. Natürlich ist der Italiener nicht um die Ecke, müssen ein ganz Stückchen fahren, so, aber ja, das ist ein schönes Licht hier, ich freue mich gerade voll. Jedenfalls freue ich mich total, bei dem Italiener waren wir auch schon vor, es ist schon ein ganzes Stückchen her, aber da kann man draußen sitzen, da ist schön, uns werden die Mücken auffressen, aber Tim schreibt mich so ins Auto aufschließen. Ich muss jetzt meinen Ausschlüssel finden. Jedenfalls gehen wir zum Italiener. Ich freue mich. Wo ist mein Ausschlüssel? Ach nee, ich nehme Tims Ausschlüssel. Sehr gut. So. Geöffnet. Und ja, das ist ein krönender Abschluss des sehr erfolgreichen Tages. So, das Bad ist aufgeräumt und sauber gemacht. Größtenteils. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Und ich zeige euch das jetzt eben nochmal, ich werde nachher nach der Ikea-Lieferung zum dänischen Bettlager fahren und einen Duschvorhang holen. Hoffentlich gibt es einen schönen. Mit mir zusammen. Dann kommt hier noch die Lampe hin, die im anderen Bad ist. Was habe ich denn hier für weiße Farbe an der Hand? Genau, längeren Duschbrausenschlauch holen wir dann gleich im Baumarkt. Ja, Waschmaschine und Trockner sind ja noch nicht da. Hierfür habe ich jetzt so ein Doppelding gekauft, wo man beides anschließen kann. Das war eine ganz schöne Recherchearbeit, aber ich habe es gefunden. Und dafür zugehörig noch winzige Schlauchschellen. Die sind echt sehr, sehr süß. Genau, und hier ist schon nämlich der Abflussschlauch vom Trockner. Das ist ein ganz, ganz kleiner. Ja, mach mal. Hä? Das sind ja zwei. Okay. Ich möchte zwei. Ja, auf jeden Fall ist unser Bodenbelag da für den Balkon. Dann kam so ein Ding hier für die Gardine, aber irgendwie habe ich nur eins bestellt, also wir brauchen noch ein zweites. Das hier sind diese Knöpfe von den Schränken, aber das große Problem, hier ist die Farbe der Schränke und das habe ich bestellt. Das entspricht so gar nicht dieser Farbgebung, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. So, hier sieht man unseren wunderschönen Duschvorhang und was soll ich sagen, er ist mal wieder nicht wasserdicht. Ich verstehe nicht, wie man Duschvorhänge oder warum man so viele Duschvorhänge mit so einem Stoff halt hier produziert, wo einfach instant das Wasser durchläuft.
Also, wer kauft denn sowas, beziehungsweise wer benutzt denn sowas? Ich war mal wieder so naiv und dachte, ja, das wird schon gehen, das wird funktionieren. Aber ich habe da jetzt hier Wasser dagegen, sieht man das irgendwie? Also, ich habe halt die Dusche angemacht, ja, das ist halt nass und das Wasser kam halt direkt wieder durch. Nur in so kleinen Sprenkeln, aber trotzdem, ich verstehe es nicht. Ich finde den so wunderschön und will den unbedingt behalten, aber er ist halt einfach nicht effektiv. Schönen guten Morgen, wieder im typischen Umzugsoutfit. Und ja, wie ihr sehen könnt, bin ich hier in der alten Wohnung, sitze hier auf dem einzigen Stuhl, der hier noch ist, den wir auch noch brauchen, um hier so Lampen abzubauen. Deswegen ist der noch nicht umgezogen. Und ja, Tim kommt gleich nach und dann machen wir hier mal wieder eine Fuhre, beziehungsweise halt mit zwei Autos. Und räumen die letzten Sachen ein. Hier in dem Schrank sind nämlich zum Beispiel noch ein paar Sachen drin. Und dann müssen wir heute den Kühlschrank abtauen und auseinandernehmen, weil der morgen transportiert wird. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. So, ein komplett leerer Raum, nämlich das Kinderzimmer. Hier sind jetzt noch ein paar Dübel drin, die ziehen wir aber erst, wenn wir dann auch zugipsen, damit wir dann auch wirklich nichts übersehen an irgendwelchen Löchern. Und, ja. Was? Wenn du hier schon Wasser auf dem Boden machst, dann machst du weg. Ich habe kein Wasser auf dem Boden gemacht. Nee, ich bin mir so komplett nass jetzt. Du hast dir eingepullert. An die Füßen, ja. Das ist das Bein runtergelaufen. Mann, gehen wir jetzt nicht auf den Sack. Genau, und dann müssen wir ein bisschen später nochmal eine Streichaktion machen. Hier sieht das übrigens so scheiße aus, weil da war so ein, von dem Bett, dieser Pfosten, und dahinter konnte ich nicht ordentlich streichen, ohne den anzumalen. Aber das hatte man nie gesehen, als das Bett da stand. Und sowas hier hatte man auch nie gesehen, weil da hing auch was. Also, keine Ahnung. Sieht jetzt aus, als hätten wir übel scheiße gestrichen, aber es war wirklich, also als es da war, war es schön. So, der Raum ist wie gesagt komplett leer. Alles fertig, deswegen mache ich jetzt hier mal die Tür zu. Hier muss also nur noch gestrichen, zugegipst, also in einer Reihenfolge und sauber gemacht werden. Und jetzt nehmen wir uns den nächsten Raum an, nämlich das nette Badezimmer. So, pass, dass ich mich das Kabel ausziehst. Sehr schön. So, der nächste Raum ist völlig fertig, nämlich das Schlafzimmer. Ich tendiere gerade tatsächlich dazu, die wegzumachen, also zum Wertstoffhof zu bringen. Vorher muss halt auch noch gestrichen werden. Aber ansonsten ist dieser Raum auch fertig. Das geht jetzt hier irgendwie zack, zack, zack. Wie geisteskrank groß ist bitte unser Auto, wenn dieser Kühlschrank einfach hier reinpasst? Mit Klappe zu und alles easy peasy. Es ist wild, es ist zu wild. Und damit ist es jetzt safe, dass wir kein großes Auto mieten müssen, was natürlich super praktisch ist, weil Waschmaschine und Trockner sind jetzt in dem anderen Auto, was wir letzte Woche hatten, also auch so ein Halbtransporter. Und ja, jetzt haben wir hier einfach den riesen Kühlschrank. Alter, ist das geisteskrank, ey. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. We'll be right back.
way back a year ago.